So, Jörg, nachdem ich beim letzten Mal noch rumgedaudelt habe, straffen wir uns jetzt hier mal ein bisschen und versuchen das hier mal schnell über die Bühne zu bringen. Aber erstmal machen wir diesen Ort hier und reisen dahin. Also ich fand der Nahkampf, dass man den Speers gegen menschliche Gegner zu gebrauchen, wenn überhaupt gegen die Menschen. Maschinen helfen, nur die im Waffen effektiv. Ach. Ja, mir fehlt halt irgendwie noch eine gute Waffe, sag ich mal, für den Nahkampf. Das liegt so daran, ich habe natürlich den absoluten 0815 Dulli-Speer hier rumliegen. Der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Tja, die Tür ist wohl verschlossen. Ja, das ist natürlich ein Vielleicht führt noch ein Weg rein. Also ich brauche, glaube ich, einfach mal... Ich glaube, ich muss jetzt echt die Hauptquest ein paar Meter weiterspielen, damit ich irgendwie bessere Waffen kriege, ne? Mal sehen, was wir hier finden können. Warte mal. Oh. Weil... Was ich zum Beispiel gar nicht mache, ist ja diese komischen Spezialattacken. Diese Spezialattacken, die ich immer so ein bisschen... Du lädst ja noch diese komischen Aufladungen auf und Zeug. Na also. Die sind ja bestimmt auch irgendwie gut. Oh, guck mal, eine Batterie. Warum auch immer auch gerade diese eine Energiezelle hier übrigens überlebt hat, ne? Aha. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Ja, aber dafür funktionsfähig. Ich sollte mit dem Ding nicht zu weit weggehen. Ja. Achso, ist das hier der Weg, den wir vorhin aufgemacht haben? Es ist aber wissen, was er sagt, wenn du die Energiezellen zu weit wegschleppst. Hab ich da unten das... Das Ding in der Wand braucht wohl Strom. Aber eine leere Energiezelle wird nicht viel ausrichten. Ja, war hier nicht irgendwo so ein Ladegerät? Ob ich die leere Energiezelle zu Tode schocken könnte? Was ist das hier? Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Ja, was ist das für ein Gerät? Was? Wir hauen die Energiezelle kurz rein und sind sofort voll. Na also, es hat was die Energiezelle los? Ich weiß nicht, irgendwelche Leute, die trommeln. Mich regt auch ein bisschen auf. Es sind irgendwelche Leute, die offenbar sehr, sehr stark versuchen, ihre Waschmaschine kaputt zu machen. Oh. Vielleicht haben sie auch einen Schlag. Das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie wieder aufladen. Yeah. Okay. Ich bin in einer alten Ruine, Schaffen wo eine Energiezelle rumliegt, die entladen wird, immer wenn ich sie durchs Wasser trage. Ja. Ich habe mich gerade noch gefragt, ob ich dabei sterbe, wenn ich durch das Wasser laufe mit der Energiezelle. Doch, tust du. Nein, ich sterbe davon nicht, ich nehme nicht mal Damage, aber die Energiezelle ist danach alle. Was? Du nimmst keinen Schadenspunkt davon. Doch, wenn du selber mit reinfällst, schon. Hey, ich hatte das gerade in der Hand. Also. Nee, wenn du stehst, ist okay. Aber wenn du von oben runterfällst, rein, dann wämmst es sich weg. So, ich nehme an, das, was ich gerade versuche, funktioniert nicht so stattdessen. Natürlich nicht. Dann muss ich das jetzt echt in diese Kante da packen? Ugh. Na gut. Genau, die Kante packen. Aber pass auf! Das hat, Na gut, dann halt. Was? Das Ding hat Momentum. Das heißt, also. Das ist eine 100 Kilo schwere Kiste. Wie soll die mit. Achso, du meinst die runde. Ja, du kannst die runterschuppeln. Die runde Energiezelle hat Momentum. Das ja, halt. Pass auf! Das ist auch ein. Ist mir passiert. Damit sollte es auch sein, dass die runtergekullert ist und dann habe ich einen Stromstoß gekriegt. Ich habe mich nicht gut gefühlt dabei. Wie ist das danach rüber? Falsche Richtung, oder? Nö. Mal gucken. Kommst du da über die Kante weg? Das ist mir scheißegal. Du kommst über die Kante, so eine Scheiße. Ich hab die ganze Dings genommen. Ja, aber die hatte gerade so gewackelt. Das war jetzt gerade. Ich hatte gerade nicht allzu viele Möglichkeiten da. So. Also, mich hat's kurz jetzt gefragt. Sollte das Schloss an der Tür Strom haben. So, das Schloss an der Tür hat Strom. Aber ich sollte vielleicht vorher noch mal kurz nachlesen. Könnte nützlich sein. So, VIP-Code ist 2204. Oh, diese Menschen da draußen. Ja, lass sie doch machen. Vielleicht, die trommeln gerne. Ja, ist doch kein Problem. Haben wir uns doch schon um eine Lösung dieses Problems gekümmert. So, dann kommen wir jetzt an. 2204, 22.004, 22.004, 22.004. Ja, ich bin total super daran, mir welche Kombinationen zu merken. Kommen wir jetzt hier wieder raus von... Hä? Hallo? Muss ich echt übers Dach wieder gehen, wie beim letzten Mal? Ich hab doch hier... Ach nee, warte, ich könnte durch diesen Lüftungsschacht hier. Hä, Leuchtkegel? Ne, das ist einfach nur das... Ne, das ist der Fokus. Was ist ich? Das wird nicht in Frage. 22.004. Hey, da würdest du dich bitte hochziehen. Ja, also manchmal zieht sie sich halt von alleine hoch. 22.004. Das ist ein vierstelliger Code, Junge. Ja, und ich habe schon dreistellige vergessen. 22.004 sind 5 Stellen. 22.004, okay, vielleicht ist es auch nur 22.004. Das wäre mir spätestens beim Eingeben aufgefallen, dass das Ding, was ich versuche einzugeben, zu lang. 22.04? Ja. Danke, Rock. Ist aber leider falsch. Das ist nämlich 22.04.
Aber egal, es wäre schon aufgefallen, welche Zahl wie redundant ist. Ich weiß leider übrigens immer noch nicht, wo die Tür ist, zu der ich eigentlich jetzt hin möchte. Am schlimmsten sind diese Bums. Bums. Ah, da oben ist auf jeden Fall eine Tür. Was ist das für ein Vollidiot da draußen? Jetzt lass die Leute mal Lärm machen. Ich höre dich nur jammern. Ja. Achso, das war einfach nur ein Shortcut. Oh lol, den hätte ich heute gleich aufmachen können. So, das heißt, ich muss jetzt echt wieder aufs Dach krabbeln, um darüber zu schweben. Oh. Jetzt schön geleiten. Ja. Okay, das so. Ding hat jetzt Strom. Ist nur leicht verrostet, aber ist ja jetzt ja nicht so schlimm. Geschafft! Kunden die Ruine. Wir finden eine weitere lustige Bubble. Diesmal die. Ich weiß nicht, was das für diesmal für eine Bubble ist. Okay, ich habe das Relikt. Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. Hey, zwei Fähigkeitspunkte. Achso, das sind immer Blätter, weil das letzte waren Kleeblätter, die ich gefunden hatte. Achso, na gut. So, was haben wir denn hier? Raubbaumkapazität. Das bringt mir nichts, weil ich mir eh keine leisten kann. Schlitterschlag Heilung. Das richtige Crap brauchen wir nicht. Tarnabriss. 15 Tarn mehr Reißschaden. Oh, das ist natürlich auch ganz lustig. 15 Tarn mehr Stoßschaden aus der Distanz. Oh ja, das ist genau mein Ding. Und das ist ja eigentlich noch schönes. Geschützter Schuss. Feuert einen mächtigen Schuss aus Knie, mit dem beim Auftreten explodiert. Warte, wie? Das Ding explodiert immer? Das brauche ich. Was kostet das? Also 3 Punkte offensichtlich. Wie aktiviert man das? Na, das ist so eine Dingsfähigkeit hier. So eine hier. Die kannst du doch hier durchschalten mit links, rechts. Aber das ist doch halt nach oben Fähigkeit. Das ist doch was anderes. Ja, das ist die Gelbfähigkeit. Und die kannst du, indem du mit Waffenrad links, rechts kannst du die wechseln. Ich habe bloß halt nur eine. Ja, würdest du die Tutorials lesen, wüsstest du das. Hab ich nicht. Sollte mich hier nochmal umsehen. Vielleicht finde ich ja noch was. Halo, meint sie so, möchte sich hier nochmal umsehen? Vielleicht finden sie noch was? Das Ding ist grün. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was finden. Aber sie meint, ich habe hier noch eine Kiste gesehen. Die war genau... Also die Musik, die Pseudomusik kann halt wirklich so ein bisschen... Ja, aber du machst es doch noch schlimmer, wenn du darüber meckerst. Der Schlaganfall an der Blechtrommel hat. Ja, aber du machst es doch noch schlimmer, wenn du darüber meckerst. In dem Moment, in dem du dein Headspace darauf verwendest, darüber zu meckern. Mein Headspace, was hast du? Ja, weil dadurch gibst du halt. Nee, gibst du halt zu, dass es dich nervt. Oh, wo ist das? Okay, ich hab wohl alles wertvoller ausgegraben. Jetzt sagt mir die Eloy, das ist voll okay hier. Da war zweimal reichhaltiges Fleisch drin in dieser antiken Vorratskiste. Vertrauenswürdig. Ja, aber cool. War aber nur eine Krähe, die hat nichts. Ich brauche, was brauche ich? Reiher oder so? Hä? Ich brauche doch irgendwelche besonderen Viecher. Hier, was ist das da? Ist das ein Kern? Nee, ist eine Taube. Tauben brauchen wir nicht. Gibt doch braune Ratten. Was? Braune? Ich weiß nicht, wie der Fokus das sieht, dass es eine braune Ratte ist. Fisch, aber... Ja, der analysiert das Spektrum des reflektierten Dingsbums. Gibt es andere Ratten? Das Feld hier hinten mag ich voll, weil das ist halt, das sieht irgendwie voll cool aus. Da fehlt aber irgendwie das hier müssen wir vielleicht... Fibriest, jetzt geht's. Aber guck dir das mal an hier mit diesen Rot und den Vögeln, die im Hintergrund stehen. Zu haben. Ja, aber es sieht trotzdem eindrucksvoll aus. Und guck mal, dann ist hier noch dieses Zeug, das ist nämlich ein Sekiro. Der Fahnen hier, der hier, dieser hier. Strom dürt, ja, anscheinend, ja. Na gut. Der sagt eh nichts, weil der Stream offline ist. Warum ist der Stream offline? Weiß ich nicht, warum der Stream online ist, weil Twitch doof ist. Bei mir läuft noch alles. Ja, es ist, fängt sich bestimmt gleich wieder. Willst du das bringen? Jetzt kann ich mich. Ich hab einfach kein Internet. Weil der Typ da draußen schlechte Funkwellen strahlt, weißt du? Der strahlt gerade 5. Oder wenn du dich darüber aufregst. Oh, das sieht ja hinten mal wirklich tatsächlich wie mies aus. Oh, unbekanntes Rebellenlager. Die Dornrücken. Achso, suche natürlich vom Fallrecht nach Rebellenlagern. Hat mir das schon jemand gesagt, dass ich das machen soll? Blockiertes Werkzeug, Lagerfeuer. Ja, eigentlich kann ich jetzt nur noch nach Dings reisen. Na gut, dann machen wir das hier. Dann reisen wir hier. Ich meine, das würde vielleicht auch helfen, das Fenster zu schließen, nicht wahr? Prüf deine Internetverbindung, versuch es neu. Ja, ich hab doch gesagt, das Internet ist weg. Was ist denn das für eine Frage? Was weiß ich, warum das Internet weg ist? Ich weiß nicht. Deswegen frage ich, ja. Aber das Internet weg! Ja, können wir auf jeden Fall nichts gegen machen. Das ist jetzt halt einfach so. No. Haben die ja, das hier so... Reinklang. Was?
Die Plage breitet sich über die Utaro-Felder aus. Ich muss Gaia zum Laufen bringen. Ja, aber die Bäumenpest wächst vor allen Dingen auch nur hier. Nö, nicht überall. Ja, aber die haben noch so weiß rüber. Die ist besonders viel hier. Ist die überall woanders? Ach so, das sind. Ach so, die weißen Dinger sind die. Ach so, das sind die. Das rote Zeug ist kaputt. Ja, ja. Guck mal, da hinten ist so eine lustige Maschine von denen. Ein Landgott-Flughorn. Ein Landgott. Ich hatte auch schon mal einen neutralen gesehen. Die scharren hier rum. Mehr der Landgötter der Utaro. Sie verpesten die Felder. Sie noch nach ihrer Programmierung handeln. Nein. Auch wenn sie damit alles tun. Ja, hat nicht Gaia erklärt, sondern die anderen Typen hier. So, okay, gut, dann gucken wir erstmal nach dem Internet. Was ist jetzt? So, jetzt. Kurze Unterbrechung, ich musste nebenbei das Internet retten. Also ich soll jetzt übrigens glauben, dass diese weißen Dinger, die wir hier sehen, die Wege, also sie sehen ja so geometrisch aus. Also haben die jetzt einfach nur das Muster von den Satellitenschüsseln kopiert? Oder waren das Wege, die vorher da waren? Aber dann erklärt sich halt nicht, wie diese Wege hier zustande kommen, die hier mittendrin gehen. Die sind ja auch wie so komisch weiß planiert. Und das sieht doch so aus, als hätten sie über die Plage gebaut. Alles sehr mysteriös. Auf jeden Fall haben wir hier gute Satellitenschüsseln. Also sie haben das Muster von den Satellitenschüsseln kopiert, oder? Einfach aus traditionellen Gründen. Nein, ich habe 3 Schaden genommen, das geht ja gar nicht. Warum ist eigentlich nicht X in der Luft drücken? Oh, Reinklang. Oh, Reinklang hat ein eigenes Symbol. Cool. So, wir wollen auf jeden Fall einen Reinklang einreiten, um wahrscheinlich stundenweise Dialog zu hören und Wahl zu treffen und seine neue Schnecke. Schnecke. Wo ist denn hier eigentlich der Eingang? Sie haben keinen Eingang, sie haben auch nur eine. Kann ich mich hier. Na? Ha! Ich bin drin! Scheiß Mauer! So, na bitte. Oh, guck mal, drücken. Es gibt näher und unbekannt. So, da gehen wir als erstes hin. Sowohl als auch. Ziemlich lange, würde ich sagen. Ist der denn Tauber? Sind die da wieder? Oh, nee, da oben. Kommen wir da jetzt hin? Ist hier irgendwo eine Leiter oder lassen die die erst runter, nachdem ich hier mit den. Kannst du bitte erstmal aus irgendwo rumlaufen? Da gibt es irgendwo einen, die du gesucht hast. Ja, jetzt lass doch jetzt. Hör mal auf diese Backseaten. Du hast das alles schon hinter dir. Aber die Folge ist Spoiler, da gibt's Wege. Das ist keiner davon. Nein, du Backseatest hier, mit dem du sagst, was ich machen soll. Ich möchte es hier für mich entdecken und selber verzweifeln. Es gibt hier kein fucking Weg. Also ich meine, es wäre auch unlogisch, wenn von außen der Zugang wäre, oder? Weil das ist ja, wenn dann von innen die Basis. Und die nähere Mauer ist auf jeden Fall ein Höhepunkt der Unsicherheit. Also die Mauer hat. Die Mauer ist eher so vom Typ Friedhofsmauer, oder? So vom Sicherheitsniveau. Das ist ein friedfertiges Volk. Die sind nicht wehrhaft. Ja, das haben sie schon gesagt, ja. Aber guck mal, die haben sogar hier drinnen dieses rote Zeug. Das wächst ja wirklich überall. Ja, das ist ja das, was sie stört. Ja, aber das ist. Wenn du als fancy aussieht, heißt es nicht, dass gut ist. Da hinten gibt es wieder eine Nebenquest. Okay, wahrscheinlich müssen wir erst mit den Oberhonschuh hier reden, bevor wir irgendwas machen können. Und unternimmt er auch etwas? Aber erstaunlich so. Achso, du kannst da oben ruhig. Ja, sei doch still. Ich finde das schon. Wirklich, das ich finde das schon. Besucherhändler zum Beuteverkauf. Oh, Wahl und so. Wo sind die hier? Ach, da vorne stehen die und gucken doof. So. Du bist in der Abfolge. Du hast ja schon die Hauptquest weitergespielt. Habe ich nicht. So, ihr beiden hier. Warum hat sie jetzt eigentlich grüne Haare? Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ach Gott, hier sind so viele Fragen. Wie hat Wahl geholfen? Naja, er war da. Oh Gott. Wie hat Wahl geholfen? Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah,
dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Weil ja Aloy auch so ein riesen Diplomatie-Monster ist, ne? Tiefe Spaltung, ja. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Ey, Leute, richtig ungeduldig von dir. Ach, Tradition mal wieder. Die gleiche Tradition, die sie Ewigkeiten lang verbannt hat. Ja, da kennt sich ja voll mit aus. Aber das ist, ich weiß nicht, das ist so die CDU-Taktik, ne? Wir machen einfach nichts im Anbetracht des Untergangs. Ja, super Idee. Defensive Absperrung. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Ich denke, die sind kein aggressives Volk. Aber das Ding ist, wenn die Bogenschützen das Ding bewachen, ich habe doch einen unsichtbar machenden Mantel der Unsichtbarkeit, dann könnte ich da bestimmt was reißen, oder nicht? Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ja, das ist Pusher. Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. Lila? In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Warte mal, lila? Wessen Farbe ist das hier? Weißt du, das ist eine Farbe? Weil rot war ja das Zeug von Hades. Aber wer ist denn lila? Also ich meine, wir wissen, dass eine Minerva da rumliegt, aber das Minerva hat ja irgendwie eher grün. Na gut, Chor? Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Toll. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Ob der Chor sich zufällig genau dann versammeln wird, wenn ich bereit bin? Na gut, also wir sind jetzt offiziell in Reinklang angekommen. Das heißt, wir können jetzt erstmal mit allen möglichen Händleridioten hier reden, wa? So, gibt hier noch eine Nebenquest? Gibt hier sogar noch zwei Nebenquests. Die machen wir am besten, bevor wir hier einreiten. Unbekannter Maschinenstreit. Oh. Ich weiß nicht, ich glaube, die Maschinenstreitdinger mache ich, wenn überhaupt, offline. Alter, können die bitte mal die Fresse halt mit ihren Scheiß rum hier singen hier? I have places to be. Sind alles Bauern? So. Achso, hier Werkbank. Kann ich hier was bauen? Ich kann nach wie vor meine beiden anderen Upgrades, die ich nie benutzen werde, upgraden. Okay, gut, das machen wir nicht. Ich muss aber tatsächlich, glaube ich, Sprengpaste kaufen, so wie es aussieht. Ne? Ich müsste mal hier so ein... Hui! Wieder weg? Ach, wieder weg. Na gut. Internet wieder weg. Das ist natürlich sehr bedauerlich, das alles hier. Aber ich kann leider auch nichts daran ändern. Warte mal, komm ich da... Okay. Ich spreng fast so um Sprengbomben zu bauen. Sprengbomben. Die Sprengbomben. Ich hab halt keine mehr. Und ich hab halt Geld. 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 Doch, Scherben sind Geld. Okay, jetzt bin ich ganz oben.
Könnte ich hier runterfliegen, wäre bestimmt cool. Guck mal. Ah, ich weiß nicht noch, was ich mache. Ja, da oben ist Grünglanz. Nein, da oben ist Grünglanz. Den holen wir uns jetzt. Guck doch, hier. Radioaktive Pastete ist hier oben. Das ist sogar nicht nur ein Splitter, sondern gleich der ganze Dings. Grünglanzplatte! Mit diesem Grünglanz kriege ich bestimmt etwas Gutes. Jawohl. Hab ich doch sofort gesehen. Haha. Okay, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich wollte einfach nur so rüberfliegen, hab das Ding auf halbem Weg beim Rüberrennen gesehen. Aber ist egal. Haha. Ja, die schlechte Nachricht ist, dass ich leider immer noch nichts gefunden habe. Also ich habe noch niemanden gefunden, der mit Grünglanz verkauft. Das wird sich wahrscheinlich hier gleich ergeben, aber... Internet ist schon wieder weg. Das nervt mich. Warum ist denn die Scheiße jetzt hier so? Vor allem, ich sehe ja den Chat sogar noch. Eintauschen! Ja, whatever. Ich hab noch nichts gefunden, was das braucht. Ich hab noch nichts gefunden, was das braucht. Spreche ich Chinesisch. Aber das braucht keiner. Da ist übrigens ein Streitspiel. Das ist schön, aber ich wollte eigentlich zum Händen. Ich bin jetzt noch falsch drauf. Wollte doch eigentlich... Ja, kann ich aber nicht, weil mir irgendwelche anderer Bullshit fehlt. Derweil renne ich immer... Also das ist ja so alt. Hält mit dieser Dinge verbinden? Stimmt, wird der Schirm noch mal besser. Sollen wir mal links abbiegen hier? So. Ist ein bisschen rund und organisch hier. Das ist tatsächlich ein bisschen... So, hier haben wir doch bestimmt einen besseren Bogen, oder? So, du hast eine Quest und du bist... Warte, ich will mit ihr da reden. Jägerin handeln. So, was hast du? Ein frostiger Bogen und blau. Ja, der ist aber kacke. Aber ein schneideriger Bogen. Der klingt doch gut. Mittelstreckenbogen ist halt optimiert. Maschinenteil der Otaro. So, Mann. Säurekriegerbogen. Kriegerbogen ist auch wieder. Der kann nur eine Munition. Gibt es denn hier keinen Hartgewebe-Schaffwurzbogen? Was brauche ich da für Grasezirkulatoren? Oh, verkaufst du mir die durch Zufall? Grase gibt es da überall. Schmiedevolle Stolperfalle. Ja, Stolperfalle brauchen wir nicht. Schneiderhexler. Okay, dann kaufen wir uns erstmal den Schneiderjägerbogen. Der hat nämlich mit Abrisspfeilen. Kaufen und ausrüsten. Jo, dann mal der normale Jägerbogen. Und dann ersetzt erstmal diesen lächerlichen, komischen... Achso, einen schneidenden Häckselhandschuh habe ich sogar schon. Nice. Ja, bist du grün ausgerüstet, Mensch? Ja, ich habe... Das dachte ich... Bist du schnell? Der ganze Tisch hat sich gerade bewegt. So, Streitfigur muss ich auch noch... So, hier. Goldbarren kann weg. Dann haben wir hier noch irgendwie alte Metallaugen. Ja, habe ich halt wenig Verwendung für. So. Ach, ich bin irgendwie nicht so dolle reich, wie ich gerne wäre. Ich hatte irgendwie gedacht, ich habe hier mehr Pinunsen. Na Judy, denn 2000 irgendwas, also nicht der Rede. Okay, wir müssen mal kurz gucken hier. Inventarurine. Das ist der Scharfwurzbogen, kann nur eine Sache. Aber mein Jagdbogen, das ist ein Feuerjagdbogen. So, der hat eine Spule drin. Das ist mein Jägerbogen. Der kann Säurepfeile. Aber ich habe ja sowieso schon Säurepfeile in den Jägerbogen drin. Da kann ich den Jägerbogen eigentlich guten Gewissens auch ersetzen. So, denn... Das ist der Schneidenjagdbogen, genau. Dann können wir den ja eigentlich erstmal... Es ist hier dieser Inventar-Mikromanagement. Das ist der Schneidenjagdbogen. Den würde ich gerne ablegen und ausrüsten auf diesen Slot. Genau, der setzt das Ding. Ach so. Warum halt nicht ewig? Ich mach das immer reihum. Nee, ich muss das auf die gleichen Slots haben, sonst raste ich komplett aus. So, Säurekrieger, nehmen wir erstmal den Schuh. Also meine Eloy-Schleppseite jetzt. Seit ich letztens einmal was verkaufen wollte, nur noch 10 Bögen mit sich rum. Und ich mach das, was ich dann in dem Augenblick brauche. Nimmst du hier aus. So, Graser-Zirkulatoren. Verkauft sie die dich Zufall? Die verkauft relativ viel, aber muss anderes Zeug dafür haben. Sie verkauft Henna-Federn, aber dafür brauche ich glänzende Federn. Och, warum ist denn... Okay. Was ist denn das hier für eine scheiß Tauschwirtschaft? Ja. Verkauft sie mir durch Zufall marklose Zähne? Nein, tut sie nicht. Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, ich bin ihr Händler, aber ich verkaufe dir das nur, wenn du noch was anderes dazu hast. Na, das ist doch ein Bauernvolk. Natürlich bezahlen die Naturalien. Ja, was haben die denn? Hassen die Geld oder was? Ja, so, auf so, okay, wir brauchen einen Graser-Zirkulator. Okay, alles klar, wir gehen Graser jagen. Siehst du denn da irgendwo, dass das Lindner ist? Das ist nicht die FBI. Kriegerbogen sind schnell für eine Bogen für kurze Entfernung. Gehen Sie zu anderen Bogentypen, verursachen Sie da auch dann maximal Schaden, wenn Sie nicht vor Augen gespannt sind, verlieren bei längeren Entfernungen schnellen Präzision. Nicht vergessen, Feuerwehr mit Tafel und Kanister das gleiche mit dem Typs zu sprengen.
Ja, ja. So, okay, gut. Dann haben wir jetzt das Ding. Das sind die... Das sind Jägerfall. Das sind die Dinger. Hä? Warte mal, wo kann ich das hier... Ist das Schneiden die... Achso, die muss ich erst ausbauen. Alter, wenn diese Idioten hier nicht singen würden, ne? Diese Hirnis. Ah, hier ist die Anwerkung, ist genau hier. So, hier die. Waffen-Upgrades. Kann ich das Ding gleich upgraden hier? Genau, den kann ich sofort. Kleiner Maschinenkern haben wir. Was brauchen wir noch? Breitschlundzahn. Oh nein, wo soll ich denn so einen scheiß Nilpferdzahn herkriegen? Was? Ach, so das... Na, die Breitschlunde sind die Nilpferde und ich weiß nicht so richtig, wo ich da den Zahn für herkriegen soll, weil der ist innen drin. Ich habe das vorhin schon versucht, den abzuschießen. Das geht nicht. Das Drecksvieh weigert sich. Ich habe keine Abpfeile, dafür müsste ich diesen Bogen ausbauen, für den ich die Breitschlundpfeile. Beutelgewebe einer Stachelschnauze. Ich habe noch nicht mal eine Stachelschnauze getroffen. Ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Boah. So. Bei diesen Breitschlundviechern so zu probieren, ohne irgendwelche Sprengschweiß zu probieren. Das ist ich, aber ich baue jetzt hier erstmal 1000 Schnellreisepakete. Oh, das. Weißt du, wie lange es schon kein Tribute ist? Mehr kann ich auch nicht. Aber man baut immer 2 pro Stück, das ist ja interessant. Das wird doch schneller. Ui, wut. Ne, ich wollte ja gerade 10 gleichzeitig bauen, aber ist das hier, sind das hier oben Graser? Ne, ihr seid Stürmer. Wo sind denn hier Graser? Unbekanntes Stürmerareal. Ich brauche Graser. Ich weiß nicht mal, was Graser sind. Das sind Krallenschreie, die kenne ich auch noch nicht. Ach, das sind Graser. Okay, die Viecher. Gut, ich brauche also Graser zur Glattung. Warte mal, die Hektar hier irgendwo hier sehen. Da. Ne, das sind Reishörner. Fucking hell. Graser. Ich habe doch hier irgendwo schon mal... Habe ich echt noch nicht offiziell noch kein Areal für die gefunden? Ich gucke doch gerade auf die Karte. Nein, ich habe kein Areal. Ich muss jetzt echt noch zu Fuß da wie so ein Tier da hinrennen. Aber hier oben waren noch welche. Ja, wie so ein Tier. Hier in diesem Wühlerareal waren doch auch welche. Was ist das denn hier eigentlich noch? Ein unbekanntes Jagdgebiet. Warte mal, dann reisen wir doch da mal hin. Und gucken, ob sich da nicht Graser finden lassen können. Danach reisen wir natürlich sofort zu den Otaru zurück und machen die Quests da. Aber erstmal, ich hätte schon irgendwie gerne diesen Schafwurzbogen auf dem besseren. Stolperfalle benutzen. Das wird fantastisch. Hä? Wo kommt die denn her? Der Schrecken? Neues Jagdgebiet? Das war ja vorher aber nicht der Fall. Interessant. Naja, gut.